Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie herzlich begrüßen zu dürfen zu unseren gemeinsamen Betrachtungen des Seelenkalenders. Wir sind mit dieser Woche in der 27. Woche nach Ostern. Wir kommen vom Hochsommer nun über Michaeli zu Beginn des Herbstes, also dem Erleben des Kürzerwerden des Tages, des Zeitraumes, in dem wir die Helligkeit erleben von der Sonne, dem Längerwerden der Nächte und dem Kälterwerden der Außentemperaturen. Wir können als Menschenwesen erleben, im Jahreskreislauf wieder und wieder, jedes Jahr, wie wir durchleben, was uns die Gemeinschaft der geistigen Wesen, das ganze Weltenall mitteilen will, was es uns geben will in unserer Seelen- und Geistesentwicklung. Und so erleben wir eben jedes Jahr die Ich-Geburt, das hereingeboren werden des Christuswesen, des Ich in den Menschen, das wir dann an uns arbeiten können bis Ostern, dass Ostern für uns auch ist, die Überwindung der physischen Beschränktheit der Widersacherwesen und das Auferstehen des Geistes, dass wir uns, wenn wir verbunden uns haben, soweit es uns eben möglich ist, mit dem Christuswesen an uns gearbeitet haben, uns gereinigt haben, ein reines Christusverbundenes Bewusstsein, soweit dies eben möglich ist, bekommen haben, uns erarbeitet haben, das Herabsinken des Geistes, die Offenbarung des Ge Weltengeistes und dann über den Sommer hin, wie die We geistige Welt sich uns mitteilen will, an uns arbeiten will, um uns wieder eine Stufe, wenn vielleicht nur eine kleine oder auch eine große Stufe voranzubringen und wie dann mit Michaeli unser eigenes Ich-Bewusstsein verstärkt den willentlich an sich arbeitend aufwachen kann. Die 27. Woche nach Ostern, Herbst. In meines Wesens Tiefen dringen, erregt ein ahnungsvolles Sehnen, dass ich mich selbst betrachtend finde, als Sommersonnengabe, die als Keim in Herbstes Stimmung wärmend lebt, als meiner Seele Kräfte trieb. Dieser Kräftetrieb, er ist es, der uns bringen kann zur vollständigen Ich-Bewusstheit, zur Fähigkeit, Selbstbewusstsein zu erlangen, Herr zu werden über die eigenen Gedanken, zu erleben, bewusst das Fühlen, das uns ja auch Auskunft gibt über uns selbst, weil es uns ja zeigt, das Verhältnis, das wir haben zu unserer Umgebung und dem Erstarken des Wollens, so dass wir willentlich das tun, was aus unseren freien Entscheidungen heraus entstehen kann. Und in dieser Bewegung im Jahreskreislauf ist das nun eben, dass wir von der Hochsommerzeit in der Lemniskate kommen an diesen Kreuzungspunkt, an dem wir zweimal im Jahr dieses Durchgehen haben, durch den Raum im Weltenall, an dem zuvor schon einige Zeit zuvor die Sonne stand. Das heißt, wir gehen ja direkt durch die Sphäre dessen, was die Sonne hinterlassen hat im Raume. Und das ist Michaeli in dieser Jahreszeit. Und nun gehen wir von Michaeli hinein in den zweiten Teil der Lemniskate hin zur Wintersonnenwende über den Herbst hinein im Tierkreiszeichen der Waage. Wo dann wird die Zufriedenheit zur Gelassenheit. Und das ist es auch, was die Menschheit heute in der Gegenwart durchmacht, wie zuvor beschrieben, wie es ja ist in jedem Jahr, in jedem Jahreskreislauf, dass die Menschheit ja geht aus dem Ereignis von Golgatha heraus mit dem Geschenk der Ich-Geburt,
mit der Möglichkeit der Verbundenheit mit dem zweiten Adam, mit dem Auferstehungsleib des Herrn, des Jesus Christus, des Christuswesens. Und wir dann im Zeitenlauf der letzten Jahrhunderte hatten die Möglichkeit, uns so weit zu entwickeln, die Bewusstseinsseele zu erarbeiten, also die Befähigung in unserer Seele, eigenständige Gedanken zu bilden, die die Wirklichkeit abbilden können, dass unser Denken so erkraftet ist, dass es die Wahrheit der physisch-sinnlichen Welt anfangs aufnehmen kann, aber wir dann die Offenbarungen des Geistes geschenkt bekommen haben in den letzten ein, zwei Jahrhunderten mit dem Höhepunkt der Offenbarung der Anthroposophie, die uns gibt eine Wissenschaft von der geistigen Welt, so dass wir nur nicht mehr aufnehmen müssen die Wahrnehmungen der sinnlichen Welt, die Naturwissenschaft, sondern nun auch eine Wissenschaft von der ganzen geistigen Welt uns erarbeiten können und so abbilden können, das, was die wirkliche Welt ist, in all ihren Erscheinungen der Materie, der Elementarreiche, des Seelenreiches, der geistigen Reiche. Und das bringt uns dazu, der Bewusstseinsseele entsprechende Erkenntnis des Christus zu erlangen, eine der heutigen Zeit, der heute berechtigt entwickelten Menschheit entsprechende Christenheit, ein Verständnis für das Christuswesen zu entwickeln. Und das bringt uns in die Befähigung, aus eigenem Bewusstsein, aus dem Verständnis der Wirklichkeit der Welt, wir wahre Christen zu werden, uns zu beginnen, zu nachzufolgen dem Christuswesen, was uns bringt dann eine Reinigung der Seele, des Geistes, der Fähigkeit, rein geistiges Denken zu können und dann die Offenbarung des Geistes in dieser Michaelzeit zu erreichen. Das ist der Michael-Impuls der Geisteswissenschaft, der gegenwärtig wirkt, dass also die Anthroposophie gegeben wurde, um den Menschen und seinem Geist wieder mit kosmisch-geistigen Inhalt, mit dem Wissen über die geistige Welt, die Engelhierarchien der göttlichen Trinität zu füllen, sozusagen, dass wir die Gedanken nicht nur auf die sinnliche Welt richten müssen, sondern auch auf die geistige Welt. Und in der Anthroposophie haben wir dann auch den Weg der Erkenntnis höherer Welten und dann die Hochschule für Geisteswissenschaft. Die freie Hochschule, die uns in den esoterischen Unterweisungen die Befähigung gibt, an uns zu arbeiten, dass wir wirklich in den Bereich der Situationsmeditation kommen, also der Befähigung, uns bewusst, voll bewusst nun mit der geistigen Welt verbinden zu können. Und dass wir so dann die geistige Welt auch erleben, dass unsere Kräfte so stark werden, dass wir mit der geistigen Welt leben können. Der Mensch beginnt sich als geistiges Wesen im geistigen Kosmos zu verstehen und zu erleben, als eine Individualität mit vorgeburtlicher und nachtodlicher Existenz. Also den Beginn der Erkenntnis im Christentum der Reinkarnationslehre, des Schicksalslehre und der Fähigkeit, das Karma zu verstehen. Im Zusammenhang mit dem Christuswesen daher zu stehen, als das leitende Wesen, den Menschenbruder, der vor uns herschreitet und dem Menschen hilft in seiner Entwicklung. Und dass dann dieses Christuswesen auch in den Arbeiten als Geistesschüler an uns herantritt und als der große Hüter der Schwelle uns hilft, dass wir diese Entwicklung zur göttlich-geistigen Welt durchmachen können. Und das ist das, was wir dann erleben, ich zitiere, das Sonnenhafte, das der Mensch lange Zeit nur aus dem Kosmos in sich aufnahm, wird im Inneren der Seele leuchtend werden. Das ist es, was der heutigen Entwicklung des Menschen entspricht, dass er das erreichen kann. Er hat gehört von dem Christuswesen, er hat es als Glauben aufnehmen können, nun kann er es als Wissen aufnehmen. Er kann das Sonnenhafte der Welt, das Christliche, den Christus in sich beginnen zu erleben,
aufleuchten zu erleben, den Christus in seiner Seele. Und das ist dann das, was der Michael will, der Erzengel Michael in dieser gegenwärtigen Michaelzeit. Der Mensch kann sich mit dem Christus verbinden in seiner Seele, ihn aufleben lassen, weil er auch einer ihm entsprechende Bewusstsein von der Welt sich erarbeiten kann durch diese Wissenschaft des Geistes. Und dann wird das Sonnenhafte eben nicht mehr von außen, sondern von innen im Menschen wirkend. Und das ist das, dass wir erreichen können, eine Verbundenheit, ein Verbundensein mit dem Christus. Und das öffnet uns dann die Wege zu höherer Erkenntnis, weil das Christuswesen uns leitet in der Fähigkeit, das Unwahre von dem Wahren, das Gute von dem Bösen zu scheiden. Es belebt das Denken, die Gedanken in uns werden lebendig, weil wenn wir unser Denken willentlich unter unsere Kontrolle bringen, dann können wir es so erkraften, dass wir uns losreißen im Denken von dem physischen Leib und im Ätherischen erleben können, in der Imagination, die lebendigen Gedanken göttlich-geistiger Wesen. Der Mensch wird im höheren Sinne sehend. Rudolf Steiner sagt dazu, von der Tatsache, dass die Ideen des Menschen nicht nur denkend bleiben, sondern im Denken sehend werden, hängt unermesslich viel ab. Das ist das Erleben auch um Michaeli, dass Michael, der Erzengel, der leitende Geist der Gegenwart, der den Menschen zu diesem Erleben des höheren Selbst bringen will, dass der Mensch wahrer Mensch wird, weil er sich als Geisteswesen wirklich lebendig erkennt, dass dieser Michael mit seinen Scharen, also mit den Engelwesen, die mit ihm sind, sich herabneigt, liebevoll zur Menschheit diese Offenbarung des Geistes uns gegeben, geschenkt hat, dass wir es aufnehmen können und nun liebend herabbeugend wartet auf uns Menschen, damit wir diese geistigen Impulse in unserem Bewusstsein, in diesem Kampf mit dem Ahriman, den Ahriman besiegen und in unserem Bewusstsein die Gedanken der göttlich-geistigen Welt aufleben lassen können und dann erkennen die geistige Welt und wahrer Mensch werden können. Rudolf Steiner hat in seiner letzten Ansprache am 28. September 1924 dies in der sogenannten Michael-Imagination zum Ausdrucke gebracht, dieses ganze Weben und Wesen des Michaels und seiner Herrscharen, der Michaelscharen, die die göttlich-geistigen Wahrheiten und Gedanken zu Menschen bringen wollen, hoffend auf die Menschen, dass sie diese Worte, diese Wahrheiten aufnehmen lassen können und aufleben lassen können in sich, dass der Christus für uns wird der Menschenbruder, dass wir verbunden sind mit dem Welten-Ich und dass dann das Michael-Wesen in uns auch lebendig werden kann. Sonnenmächten entsprossene, leuchtende, weltenbegnadende Geistesmächte, zu Michaels Strahlen Kleid seid ihr vorbestimmt vom Götter. Denken. Er, der Christusbote, weist in euch Menschentragende, heil'gen Welten willen, ihr, die hellen älter Weltenwesen, trägt das Christuswort zum Menschen. So erscheint Michael, der Christuskünder, den erharrenden, durstenden Seelen. Ihnen kraftet euer Leuchtewort in des Geistes Menschenweltenzeit. Ihr, der Geist erkenntnis Schüler, nehmet Michaels weises Winken, nehmt des Weltenwillens Liebewort in der Seele höhen Ziele wirksam auf. Das ist es, was wir machen können, tun können, schaffen können als Menschenwesen, dass wir in uns finden,
den Christus, dass wir durch den Christus finden, die Offenbarungen des Geistes, dass wir Erkenntnis haben können, dann vom wahren Menschsein, Selbsterkenntnis, die zur Welterkenntnis wird. In den Stimmungen von Rudolf Steiner zu dieser Jahreszeit, zum Tierkreiszeichen der Waage, heißt es: Die Welten erhalten Welten. Im Wesen erlebt sich Wesen. Im Sein umschließt sich Sein. Und Wesen erwirket Wesen. Zu werdendem Tat ergießen. In ruhendem Welt genießen. O Welten, traget Welten. Wenn wir uns als Mensch erkennen, als das Geisteswesen, das wir sind, dann erkennen wir uns in der Verbundenheit mit der ganzen Welt, dass wir Teil sind des Weltenwerdens, Schöpfe sind der geistigen Welt und dass die Welt mit uns die Zukunft der Welt gestaltet. Wenn wir wollen, Erkenntnis zu üben von der geistigen Welt, dann ist es von Rudolf Steiner angezeigt für uns, dass wir auch an uns arbeiten sollen mit den sogenannten Nebenübungen, dass wir also die Kräfte, die wir durch Übungen zur Erlangung höherer Erkenntnisse durchführen, wir zusätzliche Übungen machen, die uns dabei gesund und kräftig halten. Wir sind also mit den Nebenübungen schon gewesen bei der Gedankenkontrolle, bei der Initiative des Handelns, bei der Gelassenheit und dem Gleichmut, bei dem Positivismus, bei dem Verständnis für jeglichen Wesen. Und mit diesem Monat möchte ich anführen, den Glaube und die Unbefangenheit. Also der Glaube drückt im okkulten Sinne verstanden aus, dass man niemals durch Vorurteile versuchen sollte, sich zu orientieren, sondern immer frei und offen zu sein, was denn die Welt nun einem mitteilt, ob es nicht etwas Neues ist, ob nicht vielleicht eine liebgewonnene Meinung nur eine Meinung persönlicher Art ist und nicht der Wahrheit entspricht. Also, dass wir frei sein sollen für neue Erkenntnis, wie widersprüchlich oder unwahrscheinlich sie auch klingen mag. Und dadurch werden aber der physische Leib und der Ätherleib in eine Stimmung versetzt, wie der wollüstigen Stimmung eines Tierwesens, das ein anderes ausbrüten will, sagt dazu Rudolf Steiner. Also wenn wir meinen, wir wären das gescheiteste Wesen aller Zeiten, der Höhepunkt der Entwicklung und wir wissen alles und wir brauchen eigentlich nicht mehr Wissen, dann schneiden wir uns ab von dem, was von der Welt kommt. Durch die Übung der Unbefangenheit des Glaubens öffnen wir uns. Da wollen und wünschen wir uns neue Erkenntnisse, neues Wissen und lassen so die Welt an uns herankommen. Also sich frei, offen, beweglich in Gedanken zu machen, um jede auch bisher undenkbare Möglichkeit von etwas anzunehmen. Alles bisher Erkannte, Gesetzmäßige darf nicht hindern, ein neues, völlig Widersprüchliches aufzunehmen. Es gibt Naturgesetze, die widersprechen der Wirklichkeit der geistigen Welt. Anfangs ist es uns schwer, die Wirklichkeit der geistigen Welt zu verstehen, weil uns das hindert, dass wir eine Geglaubtheit haben an etwas, was nur in einem kleinen Bereich gilt. Erst wenn wir uns öffnen für Neues, dann können wir auch die Erkenntnis geistiger Welten aufnehmen, in wahrer und wirklicher Weise. Und eben neue Wahrheiten und Tatsachen erkennen. Weil eben die physische Welt und das, was uns in der physischen Welt beigebracht wird, ist nur das, was man nennen kann, die Maya, also eine Illusion von der Wirklichkeit. Und dann wird einem im Raum der Umgebung, die aus der Übung des Verständnisses, also der vorhergehenden Übung, schon ausgefüllt ist mit einer Kräftigung, scheint es, als ob langsam etwas lebendig würde. Also wenn wir die Übung oft genug durchführen, möglichst regelmäßig täglich, dann entsteht ein Gefühl, ausgesprochen fein und subtil, ein feinfühliges Vibrieren, aufmerksam erfassen. Also wir öffnen uns der Verbundenheit mit der Welt und dieses feinfühlige Vibrieren, das
lassen wir dann einströmen durch Augen, Ohren, Haut, nicht aber durch Tastsinn, Geschmack und Geruch. Also wir öffnen uns sozusagen der Erkenntnis neuer Tatsachen. Und wenn wir uns wirklich geöffnet haben, den neuen Tatsachen, einer neuen Erkenntnis, wenn wir wirklich erleben können, dass die Offenbarungen des Geistes in unserem Bewusstsein wir so entwickeln können, dass wir erleben können, dass Michael-Wesen, diesen Verwalter der kosmischen Intelligenz, dass wir in uns auch Gedanken der geistigen Welt verstehen können, dann erleben wir uns als ich-bewusstes Wesen. Und dazu möchte ich ein kurzes Teil zitieren von Novalis, die Lehrlinge zu Sais. Er sang ein hohes, frohes Lied. Wir wunderten uns alle. Der Lehrer sah mit einem Blick nach morgen, wie ich ihn nie wohl wieder sehen werde. In unsere Mitte trat er bald und brachte mit unaussprechlicher Seligkeit im Antlitz ein unscheinbares Steinchen von seltsamer Gestalt. Der Lehrer nahm es in die Hand und küsste ihn lange, dann sah er uns mit nassen Augen an und legte dieses Steinchen auf einen leeren Platz, der mitten unter anderen Steinen lag, gerade wo wie Strahlen viele Reihen sich berührten. Ich werde diesen Augenblicke nie fortan vergessen. Uns war, als hätten wir im Vorübergehen eine helle Ahndung dieser wunderbaren Welt in unseren Seelen gehabt. Das Aufwachen des ich-bewussten Menschen in der Welt. Und von Rudolf Steiner das Wahrspruchwort möchte ich sprechen: Im Weltenall webet des Menschen Wesenheit. Im Menschenkern waltet der Welten Spiegelbild. Das Ich verbindet beide und schaffet so des Daseins wahren Sinn. Wenn wir in dieser Herbsteszeit in unseren Gedanken immer stärker und stärker werden, aufgenommen haben, was uns die Welt mitteilen wollte, dann zum Ich-Bewusstsein kommen. Und in dieser Jahreszeit, dem Tierkreiszeichen der Waage, da ist es eben, dass wir entwickeln können als Tugend der Seele, dass wir Zufriedenheit haben mit dem, was in der Welt ist, und so zu einer Gelassenheit kommen, dass wir also die Befähigung erreichen, anzunehmen, was auch als Böses in der Welt wirkt, aber in uns zu arbeiten, an uns zu arbeiten, die Wahrheit, die Wirklichkeit, die Liebe zu Mensch und Welt zu entwickeln. Und wenn wir dieses Verständnis aus der Wissenschaft des Geistes, diese Vorstellungen von der Welt, wie sie ideal sein kann, dann erleben wir ja auch die Widersprüche. Wir erleben, wie menschheitsfeindliche Organisationen versuchen, eine Diktatur in der Medizin oder eine Weltdiktatur zu errichten, die den Menschen gleich machen möchte. Das hat es ja auch mit dem Kommunismus immer gegeben. Nun ist es eben eine Welthygiene, eine Welt-UNO-Diktatur, die will, dass die Menschen alle gleich sind, dass die Ich-Bewusstsein des Menschen nicht zustande kommen kann. Und das müssen wir auch sehen, aber wir können dann in uns die Kraft entwickeln, uns als geistige Wesen zu erleben und diesem üblen ahrimanischen Treiben gegenüber zeigen, nein, das, was ihr da wollt, das wollen wir nicht. Wir wollen eine gute, menschenwürdige Zukunft. Und je bekannter uns das Menschen- und Weltenideal ist, desto sichtbarer wird es, was der heutigen Zeit auch entspricht, das üble Tun dunkler ahrimanischer Gesellen, möchte ich so sagen, die eben die Menschheit in ihrer Entwicklung hindern wollen.
Aber man kann eine immer stärker werdende Unzufriedenheit erleben. Es ist aber eigentlich ein mangelndes Interesse an den Menschen, weil so viele Menschen heute diese geistige Entwicklung durchmachen und man sieht, dass eben diese dunklen Gesellen immer mehr in Angst geraten, weil sie ihre Macht über die Menschheit verlieren, weil die Menschen zu ich-bewussten Geisteswesen werden. Und dann, wenn wir dieses Interesse und die Liebe erreichen in der Verbundenheit mit Gott, Welt und Mensch, dann können wir zufrieden sein mit dem, was die Menschheit heute schon erreicht haben. Wir können ein ausgeglichenes Verhältnis zur Welt erreichen. Und das bringt uns eine Weltoffenheit, eine Harmonie mit der Welt, eine Gelassenheit mit dem Erleben der Welt in dem positiven, in dem weltoffenen, in dem interessierten, freudvollen Verhältnis zu Gott, Welt und Mensch. Sich dann also begegnen, liebevoll und offen und erfahren wollend, was denn der andere Mensch ist, also die Begegnung von Mensch zu Mensch, ein ich-bewusster Mensch tritt uns entgegen, ein Geisteswesen, also das Interesse an diesem Geisteswesen, die Zufriedenheit mit dem Erreichten, mit dem eigenen Sein, das wird dann die Gelassenheit auch gegenüber dem Aufsteigen des Dunklen, das eben uns in dieser Entwicklung behindern will, aber dem wir eben einfach nur sagen müssen, nein, eure Zeit ist um. Wie wir diese Tugend der Zufriedenheit, die zur Gelassenheit wird, erreichen können, so können wir auch im geistigen Erleben, dass diese Dinktion des Denkens in der Waage der Realismus ist. Also, dass wir anerkennen einfach das, was da ist und das denkend erfassen. Dass wir nur das konzentriert eben durchdenken und erfassen wollen und können, was wirklich das ist, was wir erleben und wahrnehmen können. In den Zeichen und Bewegungen der Arrhythmie hat Rudolf Steiner diese Waage als eine Bewegung des Abwägens, der Voraussetzung des Gedankens genannt, also die Fähigkeit abzuwägen, was wir selbst sind, was wir wirklich können, was wir verstehen können und was nicht, und was von der Welt denn eigentlich auf uns zukommt und was die Welt von uns erwarten kann. Also das ernüchternde, ruhige Abwägen, das ist das eben, was auch ausdrückt, der Name des Tierkreises der Waage. Rudolf Steiner schildert, wenn wir arbeiten an unseren höheren Erkenntnissen, dann tritt der Mensch hinaus in die Welt über seine Sinneswahrnehmungen. Rudolf Steiner hat das in 12 verschiedenen physisch-sinnlichen Wahrnehmungen dargestellt und in der Waage dargestellt, den Geschmackssinn. Und wir kommen ja aus dem, wo wir im Sehsinn hinausgegangen sind, in der Jungfrau zur Imagination. Und wenn wir nun sind in der Waage, dann ist der Geschmackssinn, mit dem wir hinausgehen, auch in die Imagination, aber da ist noch ein bisschen Materialität vorhanden. Und Rudolf Steiner schildert dies so, sodass wir also sagen können, dringen wir durch das Geschmacksorgan nach außen, so sind die Imaginationen tingiert, also förmlich betupft mit Materialität. Wir bekommen nicht reine, duftige Bilder wie beim Regenbogen in der Imagination zuvor, sondern wir bekommen etwas, was tingiert ist, was gewissermaßen im Bilde etwas wie einen letzten Rest des Materiellen enthält. Wir bekommen Gespenster. Richtige Gespenster, wenn wir durch das Geschmacksorgan den physischen Leib verlassen. Das ist also, dass ja eine Vielzahl von Möglichkeiten es gibt für den Menschen, die geistige Welt zu erleben. Und es gibt eben welche, die uns Schwierigkeiten bereiten und Dinge, die uns leichter fallen, die Wahrheiten der geistigen Welt zu erleben und dort auch zu scheiden zwischen den guten Geistern und denen, die uns verführen, verlocken oder in die Verirrung führen wollen. Dazu ein Wahrspruchwort Rudolf Steiners zu dieser Jahreszeit, dass wir eben aufgenommen haben, die Weisheit und die Liebe, die uns zugekommen ist in der Sommerzeit. Mensch, du bist das,
zusammengezogene Bild der Welt. Welt, du bist das in Weiten ergossene Wesen des Menschen. Zu verstehen, wir sind der Mikrokosmos, wir sind ein Abbild Gottes, wir sind ein Abbild des ganzen Makrokosmos, die sich uns in uns zeigt. Und wenn wir uns verstehen lernen als Mensch, als in Selbsterkenntnis, erkennen wir auch die Welt. Wir kommen zur Welterkenntnis. Die 27. Woche. In meines Wesens Tiefen dringen erregt ein ahnungsvolles Sehnen, dass ich mich selbst betrachtend finde, als Sommersonnengabe, die als Keim in Herbstesstimmung wärmend lebt, als meiner Seele Kräfte Trieb. Vielen herzlichen Dank.